Hallo Leute, hallo YouTube. Diesmal geht es darum, warum manche Sterne heller sind und manche dunkler von der realen Helligkeit und manche sind mehr weiß, manche sind mehr gelb, manche sind mehr rot. Darum soll es heute gehen. So, jetzt fange ich mal an. Jetzt schauen wir uns an, wie das Wien'sche Verschiebungsgesetz funktioniert. Das wäre ein Spektrograph. Man kann erkennen, welche Werte hier stehen. Das ist hier der Scheitelwert der Wellenlänge, also der Scheitelwert hier, und das ist die Temperatur. Dieser Farbklecks hier oben, der Punkt, ist die Farbe des Sterns, die wir mit unseren Augen wahrnehmen. Fangen wir von oben an. Jetzt gehen wir langsam runter. So, das war's zum Wien'schen Verschiebungsgesetz. Jetzt können wir sehen, wie das Stefan-Boltzmann-Gesetz tatsächlich funktioniert. Ich lasse die Temperatur so, das ist ungefähr wie unsere Sonne. Die Leuchtkraft auch, der Radius auch. Also das wäre jetzt so ungefähr unsere Sonne. Radius Sonne, Leuchtkraft Sonne, Oberflächentemperatur Sonne. Und so würde sie im Himmel erscheinen. Ich verändere jetzt mal den Radius. Von ganz klein immer größer. Und man sieht, was mit der Leuchtkraft passiert. Die Leuchtkraft ist jetzt abhängig von der Größe des Sterns und nicht von seiner Oberflächentemperatur. So, gehen wir jetzt wieder ruckzuck zurück. Und jetzt mache ich wieder auf 1 und erhöhe einfach die Temperatur, ohne den Radius zu verändern. So, das soll's zum Stefan-Boltzmann-Gesetz gewesen sein. Und hier sehen wir die Spektralklassen der Sterne. Und mit den Unterklassen. Die Farbe, die wir selber wahrnehmen, und die Temperatur. 0 ist immer die höchste Temperatur des jeweiligen Vertreters und 9 ist immer die niedrigste Temperatur des jeweiligen Vertreters. Es gibt auch einen Merksatz. O, B, A, fine girl, kiss me. Oder O, B, A, fine guy, kiss me. So, das war's. Dann wünsche ich euch allen einen schönen Tag noch.